Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Dark Souls 3. Im letzten Part hatten wir am Ende einen ziemlich spannenden Bosskampf hier in dieser Arena, Kathedrale, was auch immer. Die Leiter ist runtergefahren, nachdem wir den Boss besiegt haben und irgendein Gefäß da abgestellt haben. Aber ich sehe, wir haben wieder ziemlich viele Seelen. Das bedeutet für mich natürlich erstmal, wir reisen zurück zum Feuerbandschrein und leveln ein bisschen ab. Und dann gucken wir mal, was wir damit anfangen können, beziehungsweise wo es nach da oben geht. In der Hoffnung, da geht's weiter, weil sonst bin ich bald ratlos, wie es weitergeht. Hallo. Ich würde gern aufsteigen. Und wir setzen die Sachen in Stärke. Stärke 30 schon einfach. Nice. Kurz mal gucken, ob unser kleiner Freund hier wieder da ist, aber ich glaube, der ist für immer weg. Irgendwie. Ich habe keine Ahnung, ob ich den schlecht behandelt habe und er ausgebrochen ist oder woran es liegt. Kriegen wir von der auch eigentlich vielleicht so eine Sense? Weil die hat mit Sense gekämpft und dann würde ich eine Sense nehmen. So, Doppelmagie-Schwerter der Tänzer. Ich glaube, das ist neu. Was brauchen wir dafür? Seele der Tänzerin, genau. Die haben wir bekommen. Ah, wir hätten aber auch noch lindernes Sonnenlicht. Okay. Ja, ja, Zauber. Zauber und ich, schwieriges Thema. Wir gehen jetzt aber wieder zurück. Warte mal, haben wir mittlerweile noch eine. Schade. Schade, schade. So, da geht's rein. Ich habe ja schon damals, glaube ich, gesagt, dass drei Teleporter ein bisschen wenig erscheinen. Jetzt haben wir einen vierten und ich denke, es geht auch noch ein bisschen weiter. Hoffentlich. Sonst wüsste ich halt echt nicht mehr, was wir machen können. Ich habe, glaube ich, keine Wirbelsäule. Könnten wir bei dem Baum da abgeben, wo wir gegen den gekämpft haben, aber das sieht aus, als geht's weiter. Dann gucken wir aber erstmal hier lang. Vielleicht. Sind wir hier? Können wir hier rein? Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Nicht voraus, Feind. Durchbruch wird benötigt. Gefahrenzone voraus. Ich würde gerne erstmal das Item mitnehmen. Okay. Hallo? Vorsicht vor Blocken. Kurz gesagt, versuche Betäubung und Niederstreckung. Hi. Was geht? Du hast Bock? Jo. Du hast Bock. So. Wie viel wollen sie aushalten? Spiel ja. So, wieder dahin. Und nochmal einmal so mitgeben. Okay. Ja, geht. Ups, Entschuldigung. Da bin ich gegen das Mikro gekommen, als ich mir an der Nase kratzen wollte. Große Titanitscherbe. Mission von Toxin. Wo geht's hier hin? Nach unten wahrscheinlich, gell? Ja. Ich glaube, ich möchte aber gar nicht nach unten. Kommen wir da in diesen komischen Wald? Wahrscheinlich, hier könnte man rausspringen, wenn man möchte. Hier kommen wir wirklich, glaube ich. Wer? Ja, moin. Wie viel Gift wollen Sie? Das Spiel auch immer noch, ja. Wir gehen erstmal den ganz offiziellen Weg. Wir machen da mal einen ganz entspannten. Oh, ich bin schwer. Also zu fett. Die Ritterrüstung nehmen wir. Deswegen konnten wir, nur deswegen haben wir so viele Versuche beim Boss gebraucht. Ich weiß es genau. Wurden wir von dem einmal getroffen und haben Schaden bekommen? Ich glaube nicht, gell? Ja, perfekt. Perfekt, dann müssen wir gar nicht speichern oder so, weil sonst hätte ich mir jetzt nochmal die Sachen zurückgeholt. Was kommt hier? Gute Arbeit. Dankeschön. Freut mich. So, was haben wir hier? Lernpfad voraus, okay. Was macht der? Moment. Der hat so eine fette Ding. Aber wie? Bewertung. Ja, und in was? Gut oder schlecht? Irgendwie ja schlecht. Ich gebe ihm schlecht. Diese Nachricht gut. Nein. Nein. Erhöhen, ja. Schlecht bewertet. Ist das etwas sinnlos? Aber Abkürzung. Wie denn Abkürzung voraus? Bin ich blöd?
Man hört aber auch kein... Jetzt hört man schlagen. Hä? Von da oben vielleicht, oder wie? Das kann sein. Aber nicht von... Also die Wand ist... Schatz voraus. Aussicht voraus, du. Ach, na geil. Weiter geht's, wie ein Traum. Du hast Bock? Ich lass dich mal kommen, gell? Hi. Wer bist du? Habe ich gegen so einen wie dich schon mal gekämpft? Ich weiß es gar nicht, aber komm mal her. Nein, 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 nein. Bist du so ein schwarzer Ritter? Ich glaube nicht. Hast du es jetzt? Au. Ey, der wurde einfach geheilt. Hi. Ciao. Ah, hi. So, hast du es jetzt? Ich glaube, jetzt können wir ihn fighten. Ah, wobei, komm, nehmen wir noch einen Schluck. Ja, vielleicht noch mehr. So, easy. Einmal hinten rein. Moment. Au, 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 au. Der macht halt gleich richtig Schaden. Aber er wird nicht mehr geheilt. Und wann läuft denn mal sein Zauber aus? Läuft er aus? Bin ja froh. Ey, es ist frech. Ich komme halt nicht mal richtig ran. Ach, cool. Ah, okay, gut. Irgendwie, ich dachte, der blockt das. Ah, nice. Erstmal zweimal wieder einen Trank nehmen. Kommst du danach nochmal, wenn ich wieder regeneriert habe? So eine Frage, die ich mich gerade versuche zu stellen. Au. Ich habe nur noch einen Trank. Aua. Weißt du was? Auch? Ich wollte gerade sagen, ich nehme noch eine Glut. Ach nee, ich habe noch zwei. Fällt mir jetzt erst auf. Okay. Ja, irgendwie habe ich es dann doch noch geschafft. Lothric's Ritterhelm. Ein Lothric-Soldat also. Seele eines entmutigten Ritters. Wir haben auch noch einige Seelen, glaube ich, die wir einlösen können. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ab hier... Tut das Spiel nochmal richtig anziehen. Moin. Ach na klar. Warum denn auch nicht? Und da oben, ey, da ist nochmal so. Wir sind überall so Supporter. Wir gehen erstmal weg. Oh, wo kommen wir denn da hin? Was steht hier? Vorsicht, bewegt sich nicht. Zeit für verrückt werden. Ach so, der kann da stehen. Ja gut. Ich dachte schon, ich soll springen. Das würde ich wirklich als verrückt einstufen. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich gegen die Soldaten durchkommen möchte. Ach, ciao. Wie wäre es, wenn ich mich nochmal heile? Einfach nochmal eine Heilung. Ich glaube, ich muss halt immer wissen, wo die Supporter sind. Dann wird das wahrscheinlich irgendwie machbar sein. Aber das muss man halt erstmal wissen. So, runter. Da war ja gleich ein Feuer. Das heißt, das nächste wird erstmal eine Stunde auf sich warten lassen. Let's go. Nehmen wir wieder alles mit. Und dann geht's hoch. Ich weiß halt auch nicht. Nehmen wir tatsächlich mein anderes Schild. So. Ich habe beide ausgerüstet. Ja, bin ich dumm? Kein Wunder, dass. Ach so, ja gut. Dann kann ich mich aber auch wieder in eine härtere Rüstung werfen. Lass mal. Jetzt kommt ja vor allem Nahkampffutter. Deswegen. Okay, wir sind schon. Ich habe schon das meiste. Können wir noch eine Waffe nehmen? Noch ein Speer vielleicht? Mein Lieblingsspeer, den ich aufgerüstet habe. Das war, welche waren das? Was bist du? Dreizack? Ritualspeer. Aber da brauchen wir Sachen. Das war der Speer, gell? Aber ja, damit sind wir aber zu schwer. Na gut, lassen wir es erstmal. Ich weiß auch nicht, ob Feuerschaden wirklich was bringt. Jetzt haben wir einen ganz komischen Helm, also einen ganz komisch, einen starken Helm, aber ein Helm, der ziemlich viel Schaden macht. Ich weiß halt auch noch nicht, ob ich durchrennen soll. Geben die gut zählen? Ich habe das letzte Mal nicht aufgepasst. Moin.
Hi. So, jetzt hast du schon mal keinen Schutz. Ich habe kein Schild. Bin ich dumm? Ja, anscheinend. Mal mit zwei aufzunehmen ist mutig oder... Du bist jemand anderes. Hilfe. Du bist so ein... Ja, mhm. Ihr seid fair. Danke, Spiel. Na klar, jetzt kommen sie wieder beide. Das können sie. Da war noch ein Supporter. Ich hab's genau gesehen. Das sieht aus wie ein Bossraum. Hier gibt's aber ein Feuer. Oh, nur einer. Erinnert mich an die Kia-Werbung von Malte. Nur eine Kamera. Aua. Das war gemein. So. Och Gott, er lebt immer noch. Zack. Jetzt werde ich besiegt. Nee, zum Glück nicht. Lothricks Rittermaschen. Ich muss mal gleich gucken, wie stark die Rüstung ist im Vergleich zum schwarzen Ritter. Den kann man ja relativ früh eigentlich abfarmen. Lothricks Helm ist schlechter. Oh, der spawnt hier. Der spawnt hier. Da müssen wir aufpassen. Hier unten war der Kampf. Nur was steht hier? Oh, wirklich. Wirklich? Habe ich ja gar nicht gesehen. Das ist safe eine Falle. Und hier möchte ich nicht weiter. Den Tanitbrocken. Endlich einer. Wir brauchen nur noch einen. Dann können wir unser Schwert wieder verbessern. Zeit für Aschenglut. So 10 Euro, dass das eine Falle ist. Keine 10 Euro. Mit die habe ich nicht. Kapuze, das ist irgendwas. Aber das... Das war knapp. Möchtest du angreifen? Gut, das war dumm. Und du möchtest auch sterben. Die sind aber deutlich stärker wie die unten. Hallo. Ciao. Ja. Ach, du lebst noch. Dein Problem. Hier geht's auch rein. Weiß nur noch nicht, wo ich hin möchte. Ach, habe ich mir doch fast gedacht. Dachte zwar, dass von hier einer kommt, aber... Das macht irgendwas Gemeines. Das möchte ich nicht. Au. Sterb. Oder stirb, besser gesagt, ist, glaube ich. Zack. Und dann nehmen wir noch das da unten mit. Noch ein Titanitbrocken. Dann habe ich doch jetzt zwei, oder? Das müsste doch reichen, um mein Schwert abzugraden das nächste Mal. Gut zu wissen. Wisst ihr was, wo ich nicht hin möchte? Da hoch. Hi. Au. Natürlich. Ciao. Oh, nicht ciao. Ich gehe mal hier hinter. In der Hoffnung, dass da... Alter. Au. Das war... Da wurde ich ja von allen Seiten hops genommen. Da wurde ich wirklich von allen Seiten irgendwie angegriffen. So geht das aber nicht, Spiel. So, wir gucken mal, wir gehen mal ganz kurz zurück zu unserer Hauptstadt, sage ich mal. Von hier aus kann man ja das gut machen. Burg Lothric. Ach, das ist ein neues Gebiet. Ach so. Okay, dann haben wir 5 Porter bei der Hohen Mauer.
Aber es scheint hier weiterzugehen, weil einmal neues Gebiet und zweitens, das kam danach in dieser Rangreihenfolge, was auch immer. Achso, ich habe keine Seelen. Aber warte mal, hätte ich jetzt genug? Wir gucken nur mal nach. Dann kann ich ja rein theoretisch meine Sachen einfach mitnehmen. Ja, ich habe 2 Titanitbrocken. Sehr schön. Ich würde, wie gesagt, das Schwert als erstes ausmaxen. Ich habe keine Ahnung, bis wohin es geht. Ich glaube plus 15, aber das ist gefährliches Halbwissen. Könnte auch irgendein anderes Dark Souls gewesen sein. Oder war das bei Hand of Blood? Ich glaube Hand of Blood, der spielt ja gerade den ersten Teil. Kann also sein, dass das ganz anders mittlerweile wieder ist. Kann aber auch sein, dass das noch gilt. Die Möglichkeit gibt es immer. So, hier sind nette Leute. Und zwar hier... Ach Gott. Ja. Wir lassen den mal kommen. Ich würde gern... Das kann man mal gucken. Kann ich den Großbogen... Ich kann doch irgendeinen Bogen ausrüsten wahrscheinlich mittlerweile, oder? Vom Gewicht. Ach so, nee, ich habe mich ja... Oder? Wir gucken mal. Dich kann ich nicht. Dich knapp nicht. Dich kann ich. Und dazu brauche ich nur Bolzen. Ach, moin. Oh, ja, prima. Ah ja, so funktioniert das also. Ciao. Mann, ich mache ja Schaden. Moin. Ja, dann halt so. Und damit haben wir schon ein paar Seelen. Ich glaube, die reichen auch schon, um ebenfalls da was zu machen. Komm doch mal. Ach nee, komm, wir lassen den kommen. Hi. So, jetzt gehen wir kurz noch da hinten rein, weil ich glaube, hier geht es dann nicht weiter. Mir fällt noch auf, weil der Kat. Moin. Der macht einen kurzen Angriff. Ach, sag mir, der passt hier durch, gell? Ja, leider. Ich hätte echt erwartet, dass der nicht hier durchpasst. Zack. Au. Der hat mich auch einfach mal kurz gedamaged. Sehr schön. Und eine große Titanitscherbe. Also die kann man mittlerweile sehr gut hier farmen in den oberen Gebieten, sage ich jetzt mal. Ich hätte gern eigentlich nur meine Seelen wieder. Die sind hier. Au. Ja, erstmal Seelen mitgenommen und dann Seelen wieder verloren. So, ich sollte mich mehr auf die Kämpfe fokussieren und dann oben. Ich erstmal die Bogenschützen, glaube ich, ausschalten oder zumindest einen. Ich glaube, das ist besser, wenn man das macht. Gut, dann halt das Ganze noch einmal, weil es so lustig ist. Diesmal haue ich aber hier schon meine Pyromantie-Fähigkeit drauf. Alter, sieht das. Das sah ganz schön gruselig aus. Ei. Moin. So. Du hast auch Lust. Genauso wie du. Ach komm, als ob der mich jetzt getroffen hat. Gut. Dann moin. Ja, natürlich, da springt der nächste Gegner runter. Warum auch nicht? Frage ich mich. Wäre ja auch viel zu schön, wenn es mal anders wäre. Oh. Wenn ich mal irgendwo runterspringe. Ciao. So, dann haben wir das. Möchte der mir was geben? Nö, warum auch? Wie bin ich da? Also, wo bin ich denn hier angeblich tot? Hi. Möchtest du vielleicht kommen? Natürlich. Von wo?
So. Jetzt kann ich mal kurz trinken. Das geht gut. Und dann einfach nochmal so. Und dann war es das für den. Dann können wir da hinten uns auch mal das Item holen. Und dann müssen wir hier nie wieder hin. Hoffentlich. Titanitbrocken. Nehme ich mit. So. Jetzt 38.000. Ey, warum habe ich denn damals an so einer beschissenen Stelle Seelen gefarmt? Hier geht es doch viel besser. Kommt hier was von hinten? Nö. Das da oben sah nicht sehr freundlich aus. Hier komme ich anscheinend von einer anderen Stelle her. Gut. Und dann geht es diesem Feuer. Das heißt, ihr seid alle tot, gell? I guess. Wir heilen mal kurz, weil warum auch nicht? Natürlich bin ich dann aber wieder von Feuer abgekratzt. Ist ja für mich typisch. Blut, nehmen wir mit. Hoffentlich kommt da jetzt so kein Spieler. Ich dachte kurz, sie stehen jetzt auf. Du siehst anders aus. Bist aber nicht anders. Da merkt ihr mal, Leute, Klamotten machen nichts aus. Die sind alle hier gestorben, oder? Hi. Hast du Bock anzugreifen, oder? Ja, irgendwie habe ich mir das gedacht. Aua. Das ist so eine Stelle wie an dem anderen Ort. Aber ich würde hier gerne nochmal was ausprobieren. Ja, habt ihr euch jetzt mal eingekriegt? Oder? Nö, die denken sich, bis ein neuer Tag kommt, machen wir das. Ich würde gerne versuchen, den Schwanz zu treffen. Okay. Macht das Schaden? Bringt es mir vor allem, was ist die Frage? Ich glaube ja nicht. Kann natürlich jetzt gut zählen, haben wir genug, um Pfeile zu kaufen. Also eigentlich könnten wir feuern. Aber die Frage, mal, hat er einen Lebensbalken? Ich glaube, ich habe da gerade einen Lebensbalken gesehen. Habe ich getroffen? Ich habe keine Ahnung. Sollte auf beides aufpassen. Ja, gut. Bis der aber gefallen ist, steht's nächste Weihnachten vor der Tür. Und hier kriege ich Schaden. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da am blödsten durch? Gibt's den Gang nebendran? Vielleicht so ein Geheimgang? Hier vielleicht? Ja. Und wie komme ich da hin? Da hinten ist ein Eingang oder ein Weg. Dann lass doch mal gucken, ob wir den finden. Ich heile noch mal kurz, weil passiert ist ja nichts. Dann heilt sich zwar auch der Drachen, aber bis der mich, also bis ich den besiegt habe, ist auch wirklich Weihnachten. Ach, ich habe eine Ahnung, wo es weitergehen könnte. Oh nee, da kommt jetzt genau das will ich vermeiden gerade. Dass diese Bogenschützen hier kommen. Und von wo kommen diese Kugeln? Diese Nebelkugeln. Kugeln von da oben. Gibt es hier eine Leiter oder ähnliches? Kommt, wir versuchen nochmal durchzurennen, oder? Wie schnell greifst du an? Blitz irgendwas? Ei. Hier triffst du mich nicht, gell? Doch. Hallo, kannst du mal bitte... Ich glaube, die Seelen kriege ich jetzt nicht mehr. Scheiße. Scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Wobei, eigentlich ist die Idee schon ganz gut, da durchzurennen. Weil die haben ja wirklich ewig nichts gemacht. Jetzt musste ich nur wissen, wo meine Seelen liegen. Ich sehe sie nicht. Wollen wir es nochmal versuchen?
Wenn nicht, sind meine Seelen jetzt weg. Wenn ich schaffe, habe ich keine Ahnung, was ich gewinne. Let's go. Hi. Hi. Kannst du mal kurz... Danke. Also hier dürfte ich nicht... Warum werde ich hier getroffen? Macht gar keinen Sinn. Nein, Spiel. Bitte? Ich habe nur keine Ahnung, was das mir hier bringt. Gut. Ich müsste auf die andere Seite. Ich müsste auf die andere Seite. Vielleicht dadurch, dass ich ja schon Schaden bekommen habe, vielleicht liegen da die Seelen woanders. Ja, Hoffnung darf man sicher machen. Ich würde es aber nochmal versuchen. Ey, das waren jetzt nur ein paar Seelen. Wo liegen die denn? Sehe ich das? Ja, wahrscheinlich liegen die da hinten. Wir müssen da eine Tür. Zumindest können wir da eine Tür. Let's go. Ach, die liegen wirklich wieder da. Jetzt bin ich, glaube ich, tot. Ja. Gut, das war's mit den Seelen. Ich habe halt keine Ahnung, ob ich da lang muss. Das ist das Problem. Wir gucken mal kurz, was wir eine Feuerschutzrüstung hier anziehen könnten. Weil die macht uns... Wir sind halt jetzt da, wo wir langsam sind. Vielleicht haben wir irgendwas, womit wir 30% gerade mal erreichen. Was haben wir denn hier an Feuer? Feuer, wo ist Feuer? Da ist Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Du bist genauso. Nehmen wir doch mal dieses Erzdiakon-Set. Damit werden wir sicherlich wenig Stulpen des uralten Zauberers. Was haben wir noch? Was bist du? Finsterstulpen. Wo habe ich dich denn her? Banditenstulpen. Einer Maid, eines Meisters. Arbeiter. Uralter Zauberer. Hä? Wo ist denn der? Mehr von dem. Ach, hatte der keine. Dann, ja, wie wär's mit... Nehmen wir das. Und dann hier. Und dann sind wir bei 38, 31. Achso, ich hätte den Bogen weglegen können. Gib mal das Schwert her. Rennen wir doch mal so durch. Wir kriegen zwar wahrscheinlich extrem Schaden, wenn ja. Aber wir können rennen wie noch was. Let's go. Ja, das lohnt sich gar nicht, die Seelen hier einzeln zu sammeln. Echt? Der greift nicht an? Okay, doch. Au, au, au. Ja. Ja, nicht schlecht. Nehme ich. So, dann, das wird nur jetzt jedes Mal lustig, wenn wir das wechseln dürfen. Aber ich sterbe jetzt einfach nicht. Ist eine gute Idee, oder? So, wir können hier weiter. Das sind wahrscheinlich explosive Dinge. Dachte ich mir. Au. Aua. Hilfe. So, jetzt habe ich mal kurz zumindest... was habe ich denn hier alles ausgerüstet? Moment. Ich werde hier von allem befeuert. Hilfe. Ei. So. Ciao. Alter, ich schwitze wie noch was. Und das ist nur teilweise aufgrund der Zimmertemperatur geschuldet. Ey, natürlich überlebt der noch. Mit so ein bisschen KP. Kein Wunder. Ich wundere mich schon, wo ich geschossen werde. So. Große Titanitschäbe, wo bin ich? Wie wär's denn mal mit einem Porter? Vielleicht? Ah, das Tor geht hoch. Angenehm.
Ah, nicht so angenehm. Gut, jetzt weiß ich, dass das da nutzlos war, hinzulaufen zumindest. Irgendwas Kieferharz. Schön, vielleicht. Vorsicht vor Nachahmung. Ach nö, nicht schon wieder so einer. Langsam sind die Truhen halt echt lächerlich. Aua. So. Hi. Aua. Gut, dann war es dann mit der Truhe. Titanitschuppe nehme ich mit. Was bist du? Du bist ja ganz lustig. Ach Gott. Und natürlich kommen gleich... Ja, natürlich, der ganze Fanclub kommt gleich. Aua. Ey, ich habe fast keine Ding mehr. So, jetzt reicht's aber auch mal. Mann. Was haben wir hier? Hier haben wir noch Leute, die dumm rumstehen. Holen wir uns das noch. So. Nee, weil es ist ja gar keine Lust gleich. Was haben wir hier? Ach, da kommen wir hoch. Wer oder was ist das da draußen? Ach, das ist ein Drache. Ah ja, da mache ich aber viel Schaden. Ich möchte aufhören für heute. Ist cool, gell? Ja, genau. Ja, ich würde sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Freue mich. Ich guck mal kurz hier raus. Gibt es hier vielleicht was zum Heilen? Nö, dafür der Tod. Noch eine Titanischuppe. Jetzt reicht's aber auch mal. So. Alter, diese Gegner hier. Bring mich auf, die machen viel zu viel Schaden. Ich bin viel zu underlevelt, merke ich mal wieder. Ja, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut. Tschüss.